Hey Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, zuallererst eine traurige Mitteilung für euch. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, in den letzten Wochen kam gar kein 7 Days mehr. Und es wird auch leider Gottes vorläufig erstmal kein 7 Days mit der Chaos-Truppe mehr geben. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, aber momentan einfach nicht. Daher bin ich natürlich am Überlegen gewesen die letzten Wochen, wie ich nun meinen Kanal unter der Woche gestalte, weil 7 Days lief ja immer alle 2 Tage. Aber das ist für mich persönlich alleine ein bisschen zu viel Aufwand, für alle 2 Tage ein Video rauszubringen. Deswegen habe ich mich entschieden, auf jeden Fall dienstags und donnerstags ein Video rauszubringen. Aber zu welchem Spiel? Dazu habe ich mir mal geguckt, auf welche 3 Spiele ich eigentlich Lust hätte, die mit euch zu spielen. Zum einen habe ich da Stoneheart. Stoneheart ist ein Spiel, wo du eine Stadt selbst bauen kannst, sie beschützen musst und einfach dein Leben aufbauen musst. Also musst die Welt erkunden, überleben und natürlich hast du auch Aufgaben, ne? Musst einen Schreiner erstellen, musst dich um die Nahrung kümmern. Und so weiter und so fort. Also es ist ein relativ cooles Spiel und ich würde einfach sagen, wir gucken einfach mal jetzt in dieses Video noch einen Augenblick rein. Als nächstes Spiel habe ich mir den Rollercoaster Tycoon Platinum rausgesucht. Das ist ein Aufbau- und Strategiespiel, wo ich bzw. wir gemeinsam in die Rolle eines Parkdirektors schlüpfen und natürlich unseren Vergnügungspark aufbauen, erweitern oder einfach so können. Das Ganze ist eigentlich relativ cool. Wir können verschiedene Modi spielen, wir können Sandbox spielen mit unendlich Geld, wir können, einfach Szenarien spielen oder solche Sachen. Also es ist auch ein relativ tolles Spiel und ich würde auch sagen, hier schauen wir einfach mal in das Video rein. Yeah.
Und zu guter Schluss mein absolutes Favorite-Spiel, was ich persönlich schon seit Jahren spiele, eigentlich seit Generation 1 an, ist die Sims. Aber ich will nicht die Sims spielen 1, nicht 2, nicht 3, nein, ich möchte mit euch zusammen 4 spielen. Also eine einfache Familie aufbauen, da können wir gemeinsam dann gucken, was für eine Richtung das werden soll und ja, einfach sozusagen im Endeffekt vielleicht sogar mich in Sims nachbauen und auch spielen. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, das ist ein Simulationsspiel mit Spielfiguren, also mit Sims, mit Menschen, wo man deren Leben gestaltet, Jobs suchen kann, Familie aufbauen und natürlich auch vielleicht die große Liebe findet. Ja, da schauen wir auch eigentlich, denke ich mal, kurz rein in das Video. Nun haben wir es geschafft. Wir haben uns alles angeschaut, die 3 Spiele, wo ich momentan wirklich Bock zu habe, mit euch zu spielen. Wie soll das Ganze vonstatten laufen? Also, ich werde wahrscheinlich oben eine Infokarte reinpacken mit einer Abstimmung. Wäre schön, wenn ihr daran teilnehmt. Ich lasse das, glaube ich, mal so 1 bis 2 Wochen laufen. Und dann würde ich das ganz gerne, die ersten Folgen im Livestream mit euch spielen. Das heißt, wir fangen gemeinsam an. In einem Livestream, den wir noch gucken werden, wie wir es machen. Beim Sims-Bau würde ich wahrscheinlich, wenn ihr für Sims stimmt, dann schreibt doch einfach unten in die Kommentare, was ihr für eine Familie hättet, ob es 1 Person, 2 oder 3 Personen sein sollen, was es für Personen sein sollen, 2 Frauen, 2 Männer, eine Frau, ein Mann, ein Kind, wie die erste aussehen sollen. Und dann würde ich die schon mal im Vorfeld erstellen und würde dann im Livestream mit euch zusammen das Haus aussuchen, einfach die Welt aufbauen. Natürlich, die anderen Spiele wird genauso laufen, nur das können wir von Anfang an im Livestream machen. Und auch die Livestreams würde ich dann als erste Folgen bei YouTube hochladen. Ja, darüber hinaus, wie gesagt, im Livestream anfangen und ja, ich bin gespannt, für was ihr euch scheidet. Wie gesagt, ich habe auf alles 3 Bock. Bitte macht mit, damit wir zu einer Entscheidung kommen. Ich würde mich total freuen, weil es natürlich auch darum geht, was wollt ihr am liebsten von mir gespielt sehen. Und klar sind Spiele, die ich gerne spiele und auch total Spaß, Bock drauf habe und Spaß dran habe. Aber auch ihr sollt natürlich Spaß beim Zuschauen haben. Vielleicht wird dann auch in der einen oder anderen Folge der Joko mal neben mir sitzen und einfach mit quasseln und mir dazwischen quatschen und sagen, was ich besser machen soll. Auf jeden Fall wird er im Livestream dann mit dabei sein und ja, ich hoffe, euch gefällt die Idee, wie ich es jetzt vorhabe. Wäre schön, wenn ihr auch einen Kommentar da lasst und ja, nehmt einem der Auswahl mit teil und wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen. Bis dann, ihr Lieben, macht's gut und ciao, ciao.